Und insofern, also bei dem, was dann passierte, wie schnell sich aus, man muss ja sagen, ein einzelnes Mädchen mit einem Pappschild hat es auf den Weg gebracht, wie schnell daraus eine Weltbewegung wurde und wie schnell sich dann eben auch Wissenschaftler, Prominente, du warst ja eine der maßgeblichen Initiatoren dieser Scientists for Future überhaupt, dann haben sich sehr schnell sehr, sehr viele Menschen dem angeschlossen, was einen vielleicht auch mal kritisch dem Argument gegenüberstehen lässt, wonach die Leute ja nicht mitmachen. Genau. Was man ja immer wieder hört, die Menschen wollen das nicht, die Menschen wollen nicht zu viel bezahlen, die Menschen haben Ängste. Daran gemessen muss ich sagen, dass sehr viele Menschen sehr wohl wollen. Mhm. Sie möchten nur, dass die Rahmenbedingungen durch die Politik und auch die Rahmenbedingungen durch die Industrien geschaffen werden. Nee, mir ist ja immer so wichtig, auch immer die Personen wirklich zu benennen, die da waren. Und bei mir war es der Anruf von Gregor Hagedorn, der gesagt hat, wir müssen was machen. Und dann haben wir eben so ein kleines Team gestartet. Und es war aber auch Eckart von Hirschhausen. Eckart, der gesagt hat, so Jungs und Mädels, ihr müsst euch jetzt in einer anderen Form da draußen hinstellen in diese Bundespressekonferenz und das mal richtig deutlich machen. Ja, das ist außerhalb eurer typischen Komfortzone, aber das ist jetzt dran. Mhm. Also das fand ich eben so total interessant, wie unterschiedliche wirklich ÜberzeugungstäterInnen dann zusammengekommen und gesagt haben, wir haben ja jetzt eine Verantwortung. Ja. So. Und aus dem heraus auch tatsächlich zu überlegen, wie kann das sein, wenn wir so einen tollen Zuspruch danach auch hatten. Also erstens war es natürlich verstörend zu sehen, dass die Downloadzahlen von den Berichten für den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, in dem ich damals als Generalsekretärin gedient habe, wumms, auf einmal explodiert sind, also wirklich in einem Monat sich verdreifacht haben und vervierfacht haben, was ja eigentlich tragisch ist. Wieso das vorher nicht war, dieses Wissen einfach in der Gesellschaft ja bereitgestellt wird, aber gar nicht nachgefragt wird. Und wie viel dann aber in dem Scientists for Future Netzwerk, was weiter ja kooperiert mit Regionalgruppen und anderen, ganz viel einfach gefragt wurde von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Kommunen, von Bildungsinstitutionen. Könnt ihr uns das nochmal validieren? Ja, also im Grunde genommen, könnt ihr uns mal halt den Fact-Checker machen? Ist das so richtig? Können wir das so sagen? Und das war ja eine ganz andere Form von Kooperation, nämlich das Wissen holen. Und deshalb sage ich immer, für mich war Fridays for Future die Initialzündung für eine riesige Aufklärung. Also wir sind ja immer liberale Gesellschaften, die lernen wollen und die eigentlich auch Probleme gerne lösen. Und dafür muss ich doch das Problem aber ehrlich anschauen, weil erst dann kann ich ja sehen, welche Lösung passt eigentlich. Und deshalb hat mir das so irre viel Mut gemacht. Und genau deshalb gehe ich bei den Journalisten und Journalistinnen, die immer das Gleiche fragen. Frau Göppel, aber die Leute wollen das doch nicht. Wer genau sind jetzt die Leute, für die Sie sprechen? Ne? Das ging bei Mallorca schon los. Ja, jetzt wollen doch alle nach Mallorca fliegen. Ich so, eine Sekunde mal. Wie viele Menschen sind jetzt nach Mallorca geflogen? Und die Umfragen, die ich gesehen habe, haben 70% der Menschen gesagt, sie finden das total doof. Mhm. Und nur 30% haben gesagt, sie finden es okay. Und von den 30% sind keine Ahnung, wie viele überhaupt geflogen. Wieso können Sie mir denn jetzt sagen, dass ja sofort alle nach Mallorca fliegen wollen? Also dann haben Sie doch einfach Ihre Evidenzbasis mal eben auf den Kopf gedreht und finden das in Ordnung. Und da muss ich mich ständig rechtfertigen gegen eine vermeintliche Beweislast, die bei mir liegen soll. Dabei drehen Sie ja erstmal die Perspektive auf die Welt einmal auf falsch und dann soll ich die immer widerlegen. Ja. Und da sind wir ja dran, diese Beweislast zu drehen. Und mir geht das auch so. Da passiert so viel bei den Leuten, die alle einen unterschiedlichen Ansatz und Idee haben. Es hat ganz viel zu tun mit Information und mit Wissen. Ja. Also ich frage dich gleich nochmal, was deine Motivation war, das Buch zu schreiben. Ich kann dir sagen, was meine war. Ja. Letztes Jahr war es so, in der Corona-Zeit, es war diese Zeit der Machtlosigkeit, der Gestaltungsohnmacht, du konntest nichts tun. Klimaschutz fand praktisch nicht mehr statt. Dann hast du vereinzelt mal gehört auf irgendwelchen Panels, dass man ja die Kosten für den Klimaschutz jetzt auch runterfahren sollte, weil die Pandemie wird hier zu teuer. Dann war ich auf einer virtuellen Konferenz, da ging es um die Zukunft der Klimabewegung, wo ich dachte, na Gott sei Dank, jedenfalls ist das Thema mal wieder ein bisschen auf dem Tapet. Aber was dann da gemacht wurde, war nur, das war letzten Oktober, war der Alt-Jung-Konflikt zementiert, den es angeblich gibt, der mir so in der Praxis gar nicht begegnet. Man muss den jungen Leuten dieses Kompliment machen. Die haben das wieder auf die Agenda gebracht. Aber die wollen ja keine Fronten zementieren, sondern wir wollen ja eigentlich, dass alle zusammengehen, dass wir weltweit unabhängig von Alter, Ethnie, Geschlecht, wer immer wir sind, dass wir zusammenstehen und sagen, wir gehen jetzt nach vorne. Stattdessen wurde da alte weiße Männer, dumme junge Kinder zementiert und ich habe gedacht, das kann doch alles gar nicht sein. Und in diesem Zusammenhang fiel mir auf, dass die meisten Menschen dir gar nicht sagen können, was ist der Unterschied zwischen dem natürlichen Klimawandel und zwischen dem menschengemachten Klimawandel? Was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Es beginnt ja an der Basis, an ganz essentiellen Dingen.
was ist überhaupt Klimaforschung? Warum ist die überhaupt in so einen Misskredit geraten? Ein Thema, was wir später nochmal anschneiden werden. Und wann immer ich mit Menschen darüber gesprochen habe, haben sie gesagt, ich wüsste so gerne mehr. Wenn ich mehr wüsste, dann könnte ich ja auch handeln. Und es gibt den schönen Satz von Greta, I want you to panic. Und ich unterschreibe vieles von Greta, was sie gesagt hat, aber den unterschreibe ich nicht, denn da hat sie Unrecht. Mhm. Panik ist eine Reaktion, da rennst du weg. Da hast du nur noch Angst, das Monster ist groß, du verstehst das Monster nicht, also haust du ab. Und wenn du das Monster verstehst, dann wirst du es kleiner, dann kannst du es bekämpfen. Also dachte ich mir, erklär doch einfach mal von der Basis her, was ist eigentlich Klimawandel? Warum ist das keine Glaubenssache? Warum ist das wissenschaftlich evaluiert? Warum haben wir ein Problem mit der Klimaforschung? Wo sind die Lager? Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Was wäre eigentlich das Beste und was wäre das Worst-Case-Szenario? Denn die meisten Menschen können sich auch nicht vorstellen, was es heißt, in einer 3 Grad wärmeren Welt zu leben. Um dann in den großen Block zu gehen, was können wir eigentlich tun? Mhm. Und bei der Recherche fiel mir auf, dass wir unfassbar viele Optionen haben. Und das Allermeiste ist da. Der Werkzeugkasten ist so gut gefüllt. Und ich dachte, das muss man Menschen einfach erzählen. Man muss sie informieren und dann werden sie auch was tun. Mhm. Was war deine Motivation? Wann platzte dir der Kragen und du hast gesagt, ich muss jetzt schreiben? Darf ich einen Punkt kurz machen, weil ja. Ich glaube, der ist total wichtig, den du gerade beschrieben hast, als du gesagt hast bei Greta und dem Satz, I want you to panic. Mhm. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht in letzter Zeit über, wie gehen wir mit so Fake News und mit Framings und solche unbewusste Einbettung von bestimmten Aussagen oder Personen in eine Art, wie sie dargestellt werden. Und das ist von der Stanford University so eine Guideline gewesen von ForscherInnen, die sich damit beschäftigen, die gesagt haben, in solchen Fällen ist es ganz wichtig, und das passt auch zum IPCC und der Klimaforschung, sich nicht nur auf dem Was aufzuhalten und immer wieder das Was zu rechtfertigen, ob der Satz jetzt in Ordnung war oder nicht, sondern wer stellt den Warum in Frage? Mhm. Und das hast du ja in dem Buch total großartig ausgebreitet, auch nochmal diese Geschichte der systematischen Vertrauensinfragestellung. Leugnung, Verschwörungstheorien. So, mit sehr viel Geld unterfüttert. Mhm. Und bei Greta finde ich das auch, ich hatte das in einer Diskussion auch mit Herrn Schäuble neulich, dass ich gesagt habe, es ist doch hochinteressant, Greta sagt so viele mega schlaue Sachen. Mhm. Und das ist der Satz, den gerne alle für sie zitieren, um dann zu sagen, naja, und da ist halt das Kind. Da siehst du das ungleich Mädchen, der erfahrenen, ruhig und besonnen agierenden Helden. Emotional und deshalb, überbordend. Exakt. Ne? Ja. Und deshalb ist es ja hochinteressant, warum sie genau für diesen einen Satz, immer wieder dieser eine Satz, um dann sich abgrenzen zu können von. Ja. Dabei sind so viele Sachen so mega schlau, die sie sagt und so wissen. Ne? Mhm. Und für mich war ein Teil genau das, weshalb ich mit dem Buch angefangen habe. Also erstens haben Verlage gesagt, kannst du nicht mal aufschreiben, was du in den Vorträgen alles sagst? Weil auf einmal mit dieser Bundespressekonferenz hatte ich auch eine andere Möglichkeit zu sprechen. Also andere Foren haben sich geboten. Und ich habe eben sehr viel versucht, diese vermeintlichen Unvereinbarkeiten aufzuknacken. Gesagt, dieses ganze Staat versus Markt, Freiheit versus Verzicht, Technologie wird es richten oder wir müssen zurück in die Höhlen. Das ist immer, wenn du empirisch reinguckst, ein Mix, ein Mixpaket. Und das Wichtige ist, dass du dir heute anguckst, wie sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen, wie ist eigentlich auch die Struktur, also bei Markt und Staat sehen wir jetzt wieder, wie das losgeht. Mhm. Wir haben Strukturen, die würde Adam Smith und die anderen, oder Hayek, ne, die immer für Märkte stehen, würden sagen, heiliger Bimmermann, das ist ja feudal, was hier am Staat ist. Da müssen wir erstmal ein bisschen intervenieren mit staatlicher Regulierung, damit hier Marktstrukturen entstehen können. Also wenn wir vier, fünf große Player in jedem Sektor haben, die den Agrarrohstoffmarkt zum Beispiel unter sich aufteilen oder die IT-Konzerne kommen bei dir auch vor, die wirklich einfach so eine Dominanzvormacht haben, ein Großteil des Welthandels innerhalb der Konzerne stattfindet und überhaupt nicht mehr über das, was wir geläufig mit einem freien Markt verbinden, dann ist das schon abstrus, überhaupt noch so zu argumentieren. Da muss ich erstmal gucken, ah ja, toll, Marktkräfte ist ein gutes Instrument, um zum Beispiel Innovationen nach vorne zu bringen. Aktuell sind die ja ziemlich taub geschaltet, weil diejenigen, die gerne Innovationen halten, erneuerbare Energien war so ein Beispiel, dass erst das erneuerbare Energiengesetz damals einen Wettbewerb in den Technologien freigesetzt hat. Weil du vier große Energieriesen hast, die alle wunderbar aus ihrem fossilen Imperium heraus die Infrastruktur, von denen alle abhängen, weil Energie brauchen wir alle, kontrollieren, haben die 0,0 Interesse daran, eine disruptive Energieforschung in Erneuerbare zu lancieren.
Und in dem Fall war das Erneuerbare-Energien-Gesetz ein Marktfreimacher, weil es gesagt hat, für jede Kilowattstunde aus egal welcher Technologie auch, gibt es eine Vergütung. Und da kann auch jede und jeder mitmachen. Das heißt, auf einmal hast du die Innovatoren freigesetzt. So. Und das ist ja ganz wichtig, auch jetzt zu schauen, solange wir Preise haben, die überhaupt nicht die ökologischen Kosten abdecken, also versteckte Subventionen. Super, endlich wird das so genannt. Ne? Wir reden immer von Externalisierung. Ja, aber Ex heißt ja so wie raus. Es geht aber nicht raus, es geht rein in die Meere, rein in die Kühe, in die Menschen wieder als Mikroplastik und so. Also es ist ja nicht weg, sondern in anderen Ländern läuft der Müll auf. Und jetzt zu sagen, nee, das sind alles versteckte Subventionen. Weil in dem Moment, wo ich sage, wir müssten das ernsthaft bilanzieren, zum Beispiel den CO2-Ausstoß, dann sind all die, die das nicht machen, subventioniert in den Gesetzgebungen, wo das noch erlaubt ist. Mhm. Und das ist für mich der wichtige Perspektivwechsel. Und in dem Moment kannst du auch anders darüber reden, wann sind Märkte super, unter welchen Bedingungen, unter welchen Rahmenbedingungen und so weiter. Und das war für mich die Motivation in diesem Buch. Die Finanzmärkte, die uns netterweise vielleicht das Geld zur Verfügung stehen, damit wir die Welt retten können. Das ist ein sehr nachhaltigkeitsfeindliches Finanzsystem, was wir da momentan haben. Ja, das Beharrungsmoment ist immens groß. Das werden wir später nochmal vertiefen, was mir an deinem Buch auch so gut gefallen hat. Ich habe es gelesen und fand es extrem freundlich. Du hast es ja auch so gemacht, du hast die Leserin, den Leser angesprochen, als säße man zusammen am Tisch beim Glas Wein und würde über das Thema reden. Und die Einladung ist auf jeder Seite spürbar, weil du nie dogmatisch wirst, weil du nie forderst, sondern weil du den Menschen Lust machst, über diese Dinge nachzudenken. Dieser Anreiz, dass man das Gefühl hat, ich werde hier nicht mit irgendwelchen Argumenten, die ich gar nicht überprüfen kann, platt gemacht und werde jetzt mit Verboten überzogen und muss das jetzt machen, ganz egal, ob ich davon überzeugt bin oder nicht. Eigentlich legt doch nicht mal einer wirklich Wert darauf, ob ich es verstanden habe. Und du hast Wert drauf gelegt. Das ist das Wichtige und das ist das Tolle an dem Buch. Und du hast ihm auch einen sehr positiven Titel gegeben. Hattest du den eigentlich direkt am Anfang oder kann er zum Schluss unsere Welt neu denken? Na, ich habe ja ein wissenschaftliches Buch, also das ist ja ein Sachbuch, ne, wo es ja wirklich einfach auch nicht den Anspruch hat, zu sagen, ich bin ein wissenschaftliches Buch. Und ich habe aber vorher 2016 The Great Mind Shift veröffentlicht, auch auf englischer Sprache. Und da hatten auch viele gesagt, gibt es das nicht auch auf Deutsch? Was zumindest einen Teil hat, der sehr ähnlich ist. Und für mich war aber genau durch diese Lernerfahrung von den Scientists for Future, das hat mich richtig gekickt. Ich dachte, mega, natürlich schaffen wir das demokratisch, weil ich habe vorher auch stark zu Demokratie und Nachhaltigkeit und auch, schaffen wir das überhaupt mit der Demokratie, mit der Nachhaltigkeit, das will doch keiner und so. Also das machen wir ja schon länger mit, ne, dieses Spiel. Und da habe ich gedacht, na klar. Und deshalb braucht es aber viele. Und es braucht ganz viele, die aus sich heraus agieren und aus Überzeugung für sich die Veränderungen suchen, die für sie jetzt in ihrem Wirkraum vielleicht am naheliegendsten sind. Und vor allem müssen wir aufpassen, dass nicht in dem Moment, wo wieder irgendwer mit ganz viel Sendepower was ganz anderes behauptet, alle sagen, ah ja, nee, dann ist die Welt ja so. Und deshalb hatte ich einfach, ich finde ja auch Leben und Zusammenleben so wahnsinnig spannend und auch Menschen in ihrem Potenzial. Und ich liebe auch die Gespräche tatsächlich. Und was ich am allerschönsten finde nach diesem Buch, und deshalb, ja, mir ging es um diese Gesprächssituation, weil ich lerne in den Gesprächssituationen ja auch wahnsinnig viel. Bis hin zu dem, wo müssen wir nochmal nachkorrigieren, in dem, was, wie wir die Sachen erklären. Wo sind vielleicht Ideen, auf die ich selber überhaupt noch gar nicht gekommen bin. Und was ich an Rückmeldung bekommen habe jetzt in den letzten fast anderthalb Jahren auf dieses Buch, damit arbeite ich jetzt an dem neuen Buch ein Stück weit auch. Also ich kann nicht auf alles antworten, aber das ist für mich ein riesen Schwarm Intelligenz, die bei dir ja auch vorkommt. Ja, wirklich dieses Crowdsourcing von, was ist denn eigentlich auch schon alles unterwegs? Und auch zu merken, wie dankbar viele gewesen sind, dass ich mich traue, die Sachen zu sagen. Das war wirklich so ein Satz, die eigentlich alle wissen, aber irgendwie ist es anscheinend noch so ein bisschen schwierig, das zu sagen. Oder ist es eben sehr antagonistisch und wütend? Wenn sie wirklich auch tatsächlich alle wissen. Ne? Also mir ist es zumindest so gegangen bei meinem Buch. Ja. Ich habe irrsinnig viel gelernt. Ja. Und ich dachte, dass ich wirklich schon eine Menge weiß. Ich bin ja jetzt so seit 20 Jahren in dem ökologischen Thema auch unterwegs, seit dem Schwarm damals. Und habe auf der Basis all dessen, was ich wusste, dann erstmal so einen Leitfaden gemacht für das Buch. Und dann bin ich in die Recherche eingestiegen. Und habe dann nochmal gesagt, Donnerwetter, das hattest du aber auch noch nicht auf dem Schirm, das hattest du aber auch noch nicht verstanden, diese Zusammenhänge. Und fand es immens spannend, was ich alles gelernt habe. Und ich glaube, was wir beide gemacht haben, ist, und das ist auch meines Erachtens der Weg, wie man dieses ganze Thema jetzt angehen muss, wir sind eben positiv an das Thema rangegangen. Wir haben die Menschen umarmt und sagen,
lass uns doch unsere Welt neu denken, lass uns etwas Neues machen oder lass uns die Welt doch einfach retten. Wobei sich das einfach natürlich nicht darauf bezieht, dass es so einfach wäre. Ne? Also wir zwei werden es heute Abend nicht schaffen. Aber das einfach bezieht sich auf die Haltung. Mhm. Du kannst natürlich auch da sitzen bleiben und stundenlang darüber reden, was alles nicht geht. Das einfach besteht darin zu sagen, es geht. In einer Zeit, in der mehr geht, in denn je, erzählen wir einander, was nicht geht. Das ist ja eigentlich lächerlich. Und darum machen wir beide jetzt mal etwas, was man im Pessimismus verliebten Deutschland, muss man leider sagen, ja eigentlich gar nicht tun darf. Wir sind jetzt mal hemmungslos positiv. Okay. Und dafür gehen wir von zwei Prämissen aus. Die eine Prämisse heißt, von Sekund an macht die Welt alles richtig. Besser geht's nicht. Und die zweite Prämisse lautet, es gibt Zeitmaschinen. Wir beide reisen also jetzt mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2050. Und wir reisen, sagen wir mal, nach Hamburg. Kennst du Hamburg? Ja, habe ich gelegentlich. Ja. Nee, ich auch. Habe ich auch mal 6 Jahre gelebt und sehr gerne. Ja. Da bist du mir 6 Jahre voraus, aber ich war etliche Male da. Insofern, ich finde Hamburg eine ganz angenehme Wahl. Also wir reisen jetzt ins Jahr 2050 nach Hamburg unter der Prämisse, dass alles richtig gemacht worden ist. Sonst wäre Hamburg ja auch nicht mehr da. Sonst wäre Hamburg ja auch nicht mehr da. Ganz genau. 1 Meter Meeresspiegelanstieg würde bedeuten 180.000 Quadratkilometer Wohnfläche, Lebensfläche gehen verloren. 150.000 Menschen verlieren ihr Obdach. Aber wir haben ja alles richtig gemacht. Also der Meeresspiegel ist in Ordnung. So, und wir steigen aus der Zeitmaschine aus. Irgendwo in Hamburg, wir können ja mal sagen, am Hafen. Was siehst du? Was begegnet dir? Mhm.